Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, wir sind jetzt hier. Ja, direkt bei der Hyäne. Also nicht direkt, sondern wir sind auf dem Weg dorthin. Und ich bin mal gespannt, dass alles so einfach wird, wie ich denke. Ich glaube. Ich hoffe. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hoffe, dass es einfach wird. Aber ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht wird. Tier töten. Hyäne? Das ist also die Höhle der Hyäne. Aber keine Spur von Khaliset. Meret hat nicht gelogen. Ich muss herausfinden, wo sie ist. Sehr schön. Tier haben wir getötet. Denk mal, wo ist Khaliset? Fortschritt bei der Untersuchung des Verstecks. Sie hat auf jeden Fall einen Gefangenen. Sie darf mich nicht kriegen! Warum sollte sie eines ihrer tollen Tiere einsperren? Ich will nicht sterben! Oh. Hol mich hier raus! Hilfe! Hilfe! Cheops Grab. Sie hielt jedes Detail fest. Ah, sie ist noch nicht fertig. Dort werde ich sie finden. Ich gehe zu den Pyramiden. Okay, war das jetzt hier vollkommen umsonst? Schön. Ja, ich lass dich ja raus. Ist ja gut, mein Gott. Wo ist die denn jetzt? Da ganz hinten? Boah, guck mal. Wie nah kann ich ran? Oh, super nah, toll. Cool. Da laufe ich jetzt aber nicht hin, da reise ich hin. Wo soll sie jetzt? Ach, da ist sie. Ah! Guck mal. Passt doch perfekt zusammen. Ach nee, B, genau. Oh, ich sehe da ganz, ganz viele Hyänen. Hyänen. Khaliset muss da drin sein. Aber wo drin? Ist hier noch ein Eingang? Ah ja, da. Oh süß, wie die da alle liegen. Oh, verknuffig. Ja. Du! Wer wagt es zu stören, wo die Stille sie ereilt hat? Ein Magi, der über viele Dünen lief, um dich zu finden. Versteck dich nur, Hyäne. Doch dieses Grab wird dich nicht schützen. Ich verlange, dass du aufhörst. Kehre jetzt um, dann verzeihe ich dir die Störung meines Friedens. Sie war aber eine Störung des Friedens. Jetzt wird nicht mehr gesprochen? Okay. Ich denke, da werden auch gleich ein paar Hyänen mit dabei sein. War der da schon?
Ja, der WA, das war ja da. Da war ja das mit der Tür. Ist das jetzt hier unser Showdown vielleicht mit der Tür? Könnte es natürlich sein. Törichter Mensch, ich bin Isis, Bewahrerin der Magie. Hier leben die Götter und nicht du. Was für ein Spiel spielt sie hier? Sie ist auf jeden Fall nicht Isis, ey. War es nicht auch eine Göttin? Hinfort! Osiris darf nicht gestört werden! Ja, ja, hier ist genau die Stelle, wo wir vorhin nicht durchgekommen sind. Diese Barriere, was soll sie schützen? Ketzer! Der Wachsame ist im Schlaf! Geh nicht weiter, sonst tränke ich diese trockenen Ebenen mit deinem Blut! Hat sie wirklich da was mit zu tun? Ich weiß nicht. Wieso will sie denn nicht per... Wo bin ich hier? Ein Grab unter einem Grab? Versteckst du dich hier, Hyäne? Mal gucken, ob ich da runterkomme. Ich könnte hier jetzt einfach so zack, 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 zack. Ha. Nee, da ist ganz schlecht. Okay. Da sehe ich was Leuchtendes. Was ist das hier? Ein Portal? Grab mal verlassen, aha. Das ist hier alles... Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert? Ein dunkler Ort mit einem Fenster zu den Göttern. Was für ein Ritual will sie durchführen? Oh, hier ist doch mit dem Edenapfel. Also mit den Edensplitter. Ah ja, alles glitzert hier. Schön, schön. Hörte. Einmal lächeln. Okay, wo war das jetzt da? Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen? Noch warm. Und dieses rituelle Messer, das war eine Opfergabe. Opfergaben für Osiris, den Beschützer der Toten. Muss ich mal eben plündern. Dieser Sarkophag ist mit den Zeichen der Mutterschaft verziert. Und überall diese seltsamen Symbole. Ich glaube, ich weiß, welche dunklen Absichten Khaliset hier verfolgt hat. Khaliset hat ein Ritual begangen. Zuerst rief sie Osiris mit diesen Opfergaben an. Sie hat die Gefangenen mit einem Messer geopfert. Und ihr Blut hat sie für irgendein dunkles Vorhaben aufgefangen. Sie hat versucht, aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden. Sie muss sie in diesem Raum gefunden haben. Als sie die Symbole kannte, hat sie sie hier hineingeritzt. Und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet. Khaliset scheint zu versuchen, einen Toten wieder zu erwecken. Aber wer liegt hier unten begraben? Ernsthaft? Och, ist leer, ist leer. Ein Kind. Nee, doch nicht. Oh, was? Mein Kind!
Dein Kind ist tot? Ist es nicht. Sie ruht nur vorübergehend. Du hast ihre Wiedererweckung gestört. Und doch verbündest du dich mit dem Orden. Zerstörst das Grab. Ralliset! Sprich meinen Namen nicht aus. Deine Lippen sind meines Namens unwürdig, du, der sie entehrt hat. Ich bin eine gute Mutter. Hia! Du bist mir nicht gewachsen, Wüstensohn! Wüstensohn? Oh, ich habe einen neuen Titel. Sie hat auch ein Kind verloren. Und ich weiß nicht, irgendwie verstehe ich die ganze Sache jetzt hier gerade nicht so. Sie ist aus dem Grab geflohen? Toll. Sie flieht, sie kämpft nicht gegen uns. Sie möchte ein Kind wieder erwecken, das eigentlich schon dagegen spricht, dass sie unser Kind vielleicht getötet hat. Muss man nicht. Es ist so. Hat sie wirklich was mit dem. Also so viel mit dem Orden zu tun? Du bist nicht besser als all die anderen, die vor dir kamen. Hochala, wo ist er denn? Oh, Mist. Komm, kämpf, wenn du musst. Dein Blut wird bei der Auferweckung meiner Tochter helfen. Ich kann nicht sehen. Ich begrabe dich im Sand, du Narr! Ah! Nein! Aus! Aus! Oh, oh Mist! Mist! Was soll ich tun? Ja, scheiße. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Ja, wie passend. Und wir müssen jetzt kämpfen. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Ja! Ah! Wow. Wo ist die denn? Schütze mich vor diesem Ketzer! Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nicht... Du versuchst das Unmögliche, Ralliset! Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen! Ach, ich will nicht hier oben sein. Wo ist sie? Wo ist sie denn? Nicht vom Weg abkommen. Ja. Oh, dein Gott, das mit dem Wind, das wird ja... Oh. Warte mal. Scheiße. Da! Da hinten ist sie. Sollte ich Schutz suchen? Ach, Mann. Ach, das brennt. Geh aus, verdammt. Ach, das wird so nichts. Mein Kind wird zurückkommen. Durch die Macht jener, die vor uns kamen. Vor uns gab es nur die Götter. Es gab jemanden zwischen den Göttern und uns. Du besiegst mich nicht, Magi! Komm und stell dich mir! Och, wenn ich weiß, wo du bist, dann könnte ich das tun. Oh. Oh. Na, wenn's sein muss. Was soll ich tun? Mein Herz blutet ohne meine Esche an meiner Seite! Sei dankbar! Dein Blut wird helfen, sie zurückzuholen! Deine Tochter ist tot, Ralliset! Nichts kann sie zurückbringen! Gar nichts!
Boah, die Viecher sind auch richtig ich hart. Ich rette meine Tochter, koste es, was es wolle. Genug deiner sinnlosen Worte. Dann lassen wir die Waffen sprechen, Hyäne. Und dich schickt man, um mich zu töten? Die Flöhe meiner Hyänen sind gefährlicher. Du solltest besser aufgeben, Khaliset. Ich kenne deinen Schmerz. Du weißt nichts von meinem Schmerz. Kein Kind wünscht sich so etwas von seinen Eltern. Sprich nicht von den Wünschen meines Kindes. Bleib hier. Du bist gut mit der Waffe. Das muss ich dir lassen. Zack. Ende. Wandle ich nun unter den Toten? Ja. Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen. Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte! Das war hart. Das war sogar sehr hart. Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Khaliset. Möge der Fürst der Duat dich leiten. Wen haben wir nun? Die Maske der Echse? Große Sphinx. Ach, ist eine Schnellreiseoption, das ist ja toll. Memphis. Okay, ich muss nach Memphis. Ach ja. Also gehörte sie doch zu denen, aber sie hatte nichts mit dem Tod unseres Sohnes zu tun. Wo ich es verstanden habe. Na, lass uns mal von dann. Über was? Ne, wir können hier lang. Wir können einmal außenrum durch. Und da lang, da lang, da lang, da lang. Ups. Wow. Was haben wir denn hier? Eine Höhle? Ja. Komm sogar mit Pferd rein. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Oh. Na, dann erstmal nicht. Taucht ja dann später auch noch alles auf. Ich liebe das, wenn Pferde diese Geräusche machen.
Und doch ein recht weiter Weg noch. Aber wir müssen ja gucken, dass wir auch mal vorwärts kommen. Hey, gemeinsam! Was? Hey! Was denn das jetzt? Was soll das denn werden? Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Wow, ich bin gerade vom Fett gefallen. Dafür schlag ich dich tot! Ich brenne. Unser Meister blutet! Schnell! Der blutet nicht, nur der ist tot. Nein! Aus! Aus! Was? Wieso werde ich denn jetzt auf einmal die ganze Zeit angegriffen? Verstehe ich gar nicht. Vorher konnte ich die ganze Zeit an denen vorbeilaufen. Wow. Oh. Das ist da ein Steinkreis? Naja, nur ganz normale Steine. Ja, wir sind in Memphis. Hier sieht es ein bisschen düster aus. Oh. Los! Was hast du nur? Ha! Ein bisschen sehr düster sieht's hier aus. Ich sollte direkt mit Pascheremta sprechen. Er ist vermutlich im großen Tempel. Kann ich dich mit etwas locken? Mhm. Auf bald! Pferd und dann erstmal Quest gucken. Ah, ne, nicht Quest, sondern Karte gucken. Genau, ah, guck mal, hier haben wir schon einiges offen. Ah, schöne Sache, schöne Sache. Die Bäcker, der Bäckerin. Das Dilemma der Bäckerin, jetzt hab ich's. Guck mal, machen wir da. Zack, reiten wir hier so durch. Dann da. Da, da, da. Maut, machen wir das. Pavura, Friede sei mit dir. Pavura, Friede sei mit dir. Sag mal ehrlich, es ist echt dunkel hier. Gebt den Weg frei! Was soll das denn werden? Memphis. Eine schöne Stadt. Aber sie riecht wie ein Schlachtfeld. Oder ein Grab. Aus dem Weg! Oh, ist er mit? Rote Heruje! Au! Festtagsbrote! Frische Festtagsbrote! Brote in allen Größen und Formen! Hallo, mein Freund! Ein Brot für deinen Schatz? Nein, danke. Warum murmelst du einen Fluch vor dich hin? Der Magier sagte mir, ich muss das 200 Mal am Tag tun. Da ich im Schlaf nicht sprechen kann, mache ich es bei der Arbeit. Mhm. Auch wenn ohne meinen Costa das Backen sehr schwer ist. Was ist mit deinem Costa? Dieses vermaledeite Regime. Er wurde verhaftet, weil er die Gewürzsteuer nicht zahlte. Und jetzt habe ich keinen Zimt mehr. Du brauchst wohl mehr als einen Magier. Das Regime setzt sogar eine Bäckerin so unter Druck. Ihr zu helfen würde ein Zeichen setzen, wenn auch ein kleines. Und ihr Brot riecht köstlich. Boah. Ich denke mal so nebenbei ans Essen. Okay, nächste ist... Bewegt sich das nächste? Blut im Wasser.
Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass das Pferd jetzt abgehauen ist. Die Rätsel Ägyptens. Kieselglas wurde als Schmuckstein für keine Ahnung was, ist zu schnell weggegangen. Gib den Weg frei! Jetzt ist das Blut im Wasser da hinten. Das geht rum. Okay. Da. Memphis, du erzitterst unter den Qualen des Fluches. Memphis, du Stadt der alten Götter, du Stadt der Dynastie. Nimm mal einen Zahn drauf hier. Heil dir, Osiris. Deine Glieder überdauern. Du kennst kein Verderbnis. Heil dir, Osiris. Deine Glieder überdauern. Du kennst keine Verderbnis. Heil dir, Osiris. Seid gegrüßt, Priester. Möge dein Herz frohlocken, Magi. Freude ist rar, solange Memphis am Gestank des Todes erstickt. Ich möchte Pascherentas Beschwerde vom Informantentisch besprechen. Ah ja. Wir suchen jemand Fähiges zur Untersuchung dieses Grabes. Die meisten haben zu viel Angst vor den Dämonen da drin. Ne? Aber Dämonen fürchten Priester. Warum geht ihr denn nicht selbst? Ich bin ein Gefäß der Götter. Mein Beitrag ist das Gebet. Ja, natürlich. Dann gehe ich zu den Dämonen. Betet, dass mich euer Glaube schützt. Ptah behüte dich. Lasst sie nicht reglos bleiben. Tada, aber nur so widerwillig gebetet, ne? No. Lasst sie nicht reglos bleiben. Lasst Wenn sie ich nicht jetzt verderben. Hier die einsammle, lasst sie nicht reglos bleiben. Müsste das Blut im Wasser doch wieder hier rumkommen in der Zeit, oder? Gib den Weg frei! Ha'amun, seht ihr demi eni? Ja. Ich denke, ich bin deiner Meinung. Hoch? Ja, nach oben auf jeden Fall. Und noch ein Stückchen höher. Was hast du nur? Entschuldigung. Hey, komm mal her, du. Nee, nee. Aber fix. Nee, 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 nee. Ach, nee. Ich muss hier lang. Na, kochet ja? Bededuk a nit chayet. Niu neves niau. Blut im Wasser. Oh. Das ist ja die, die ich jetzt... Oh, toll. Hätte ich also auch so annehmen können. Okay, weiß ich Bescheid. Straßenkinder. Haben wir noch? Aber was mache ich mit dem Gaul? Oh. Geht ein bisschen schneller. So, hier sollte ich jetzt gleich mit jemandem eigentlich reden. Achtung! Na komm, reden kann ich mit dem ja trotzdem eben. Du gibst mir die Schuld, du... Jetzt habe ich nicht... Scheiße, jetzt bin ich zu schnell. Ich wollte das Gespräch noch belauschen. Vielleicht fehlt noch ein Teil des Rituals. Ich will nichts mehr davon hören. Glaube mir bitte, wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Nein, mein Lotus, sag bitte nicht sowas. Ich suche jetzt den Seher auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Oh Gott, die arme Kuh. Hohe Priester. Ach, Bayek. Tut mir leid, Ich suche nach der Echse. Oh, die Echse.
Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkt unter einem finsteren Fluch. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Der Apis-Stier war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Die Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Pasch! Apis, wie haben wir dich nur erzürnt? Pasch! Der Fluch trifft sogar mein eigenes Haus. Meine Frau Timotep hatte bereits 3 Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn sie das 4. verliert... Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Wenn die Götter verantwortlich sind, kniee ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. Wie grauenvoll. Wie grauenvoll, mit den Fehlgeburten und so. Boah. Okay, Leute, ich sag aber tschüss, bis zum nächsten Mal.